Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Anlass für den Antrag der CDU-Fraktion ist offensichtlich der Kauf der Stärk durch das Stadtwerke-Konsortium Rhein-Ruhr. Zum 2. März 2011 kaufte das Konsortium 51% der Anteile an der Stärk. Demnächst soll auch der Rest übernommen werden. Die näheren Umstände und Bedingungen des Deals bleiben aber unter Verschluss. Das musste auch der Bochumer Ratsherr Gräfinghold erfahren, dem gerade einmal eine Stunde Akteneinsicht gewährt wurde. Er muss nun vor dem Verwaltungsgericht klagen, um mehr als einen kurzen Blick auf die Teile des Vertragswerks werfen zu dürfen. Transparenz ist beim sogenannten Stärk-Deal offensichtlich ein Fremdwort. Dabei wäre doch die Veröffentlichung der Details das Mindeste, was der Bürger erwarten darf. Und nun argumentiert Herr Hübner, dass sich die Städte nicht unmittelbar beteiligen, seien vielmehr das Konsortium bzw. die Stadtwerke als Privatunternehmen. Und diese müssten ja nicht so transparent geben wie der Staat. Das ist aber eine juristische Spitzfindigkeit, die unserer Meinung nach so nicht zulässig ist. Zu dieser Ansicht kommt auch Dr. Oebeke, wenn er in seinem Gutachten, welchem der Antrag der CDU ja letztlich basiert, anmerkt, dass nach dem § 108 Absatz 6 Gemeindeordnung auch Tochter- und Enkelgesellschaften an die Bestimmungen der Gemeindeordnung zur wirtschaftlichen Betätigung gebunden sind. Allerdings merkt er auch an, und dass es wortwörtlich Umgehungsmöglichkeiten gibt. Auch könne die Aufsichtsbehörde, also die Kommunalaufsicht, im Rahmen ihres Ermessens auf die Durchsetzung der Vorgaben verzichten. Es kommt hier also maßgeblich auf den politischen Willen an. Und an dieser Stelle sind die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen gefragt. Wie ernst nehmen Sie Ihre eigenen Worte von Transparenz im Koalitionsvertrag? Wie ernst nehmen Sie Ihre Verantwortung gegenüber dem Bürger? Diese Frage stellt sich umso dringender, als dass Dr. Oebeke ganz klar in seinem Gutachten feststellt, dass der Erwerb der Stärk im Hinblick auf die Aufwandstragfähigkeit und Risikotragfähigkeit bei den Städten in schwieriger Haushaltslage mit § 107a Absatz 1 GO unvereinbar wäre. Insbesondere die Risiken sind unüberschaubar. Zum Ersten, weil die Stärk immer noch zu großen Teilen auf Steinkohle setzt, was mit nationalen und internationalen Klimazielen in Konflikt steht. Zum Zweiten sind die Risiken eines international tätigen Unternehmens mit Kraftwerken in Staaten außerhalb der EU weder abschätzbar noch kontrollierbar. Man denke zum Beispiel an Naturkatastrophen wie den Taifun Haiyan. Die Stärk betreibt ein Kohlekraftwerk auf den Philippinen. Natürlich wäre auch der Kernhaushalt der Kommunen sehr schnell betroffen. Die Haushaltssperre durch den Kämmerer in Essen wurde nicht zuletzt durch die Hiobsbotschaften von der RWE ausgelöst. Bei der Stärk würde sich eine ähnliche Situation kaum anders auf die kommunalen Haushalte ausweiten. Das eigentliche Problem liegt aber auf einer viel grundsätzlicheren Ebene. Und hier stellt sich die Frage, wie ernst es uns mit Demokratie und der Verfassung ist. Dr. Oebeke stellt nämlich in seinem Gutachten fest, dass die Vereinbarkeit der Vorschriften der Gemeindeordnung zur wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen außerhalb ihres Gebiets mit der Verfassung, ich zitiere hier wörtlich, äußerst zweifelhaft ist. Deutlicher kann man es kaum sagen. Aber es kommt noch schlimmer. Diese Bedenken sind alle bekannt. Nur möchte es niemand klären lassen. Im weiteren Verlauf des Gutachtens wird argumentiert, dass das Risiko, dass das Bundesverfassungsgericht die Regelung kassiert, gering wäre. Aus dem einfachen Grund, weil niemand ein Interesse an einer Klärung hat. Auch mache die enge Verbindung zwischen Landes- und Kommunalpolitik es unwahrscheinlich, dass von Seiten der Politik dagegen geklagt wird. Also, wo kein Kläger, da kein Richter. Herr Kollege, stellen Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich möchte keine Zwischenfrage, bitte schön. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Klartext heißt es doch, dass die Verfassung der Politik egal ist, wenn man einen Nutzen aus dem Verfassungsbruch ziehen kann. Nichts weniger bedeutet doch diese Aussage in dem Gutachten. Dabei gäbe es eine Möglichkeit, auch aus diesem Haus heraus, wie Dr. Oebeke ausführt, gäbe es die Möglichkeit, die Regelung im Wege der objektiven Normenkontrolle vor dem Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen prüfen zu lassen. Antragsberechtigt vor dem Verfassungsgerichtshof wäre die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtags. Wenn die Kollegen und Kolleginnen von der CDU die Intention ihres Antrags wirklich ernst meinen, sollten sie mal darüber nachdenken. Wir Piraten würden uns entsprechenden Gesprächen sicher nicht verschließen. Grundsätzlich stehen wir Piraten aber für mehr Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung. In unserem Wahlprogramm haben wir uns daher auch für Bürgerentscheide bei allen budgetrelevanten Investitionsprojekten ausgesprochen. Ein Stärk-Deal ohne Bürgerentscheid hätte es mit Piraten nie gegeben. Ich möchte daher anregen,
Ich möchte daher anregen, auch bei der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen mehr Demokratie zu wagen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie künftig bei Projekten dieser Größenordnung der Bürger mit eingebunden werden kann. Denn das, was wir jetzt haben, ist Intransparenz, juristische Winkelzüge, nicht abschätzbare Risiken und höchstwahrscheinlich verfassungswidrige Gesetzesvorschriften. Das kann, nein, es muss besser gehen. Wir möchten Sie einladen, mit uns gemeinsam darüber zu reden. In diesem Sinne freue ich mich auf eine anregende Diskussion im Ausschuss und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.